Eine Frage ist eben nicht gestellt worden. Warum war der Platz so vereist, obwohl du Marcel Schmelzer aufgestellt hast? War das nicht schlecht. Danke, dass Sie kurz vorbeikamen. Und wie sagt man eigentlich in Ihrem Fall? Kopf hoch oder Klopp hoch? Finde, ich habe die Probleme, Sie offensichtlich nicht, weil Sie können schon wieder Scherze machen. Das bin ich nur beide. Das wollte ich nicht so meinen. Ja. Besten Dank. Es geht los bei Jürgen. Jürgen, was machst du hauptberuflich? Ich bin Fußballprofi. Du spielst wo? Beim 1. FSV Mainz 05, zweite Liga. Also Kantinenmannschaft ZDF, Mainz 05. Da spielst du was? Mittelstürmer. Und wir wollen in die erste Liga, so wie du ins Samstagabendprogramm. Nee. Ich hatte den Eindruck, dass Sie gegen Spielende zweimal das Gefühl hatten, Lewandowski sei elfmeterreif gefault worden. Bela, nicht so Zeug fragen und nicht auf die Art. Gucken, sagen, was war und nicht. Und also ich fand, es war nicht zwingend. Ja, das sieht genauso, das habe ich mir schon gedacht. Der erste auch nicht, wo der Arm oben dran war. Leicht angeliert, ja. Also das kann man pfeifen, muss man nicht. Ja, genau. Oder? Ist das so? Das hat Christian Heidler dann euch in Interview zugegeben, dass Journalisten mittlerweile immer sagen, bei Schiedsrichterentscheidungen kann man, muss man nicht. Also klare Elfer? Bela, ja. Alles klar. Du noch eine Frage. Wenn man sich das Spiel angeguckt hat, ein Torwart, der weit über 29 ist, der Altersschnitt ist sicherlich auch ein Problem. Kann sich das eine Spitzenmannschaft erlauben? Ich fand, heute hat Roman das sogar recht ordentlich gemacht. Also wenn man ihn morgen sieht, beim Aufstehen, ist ein schreckliches Bild, das er abgibt. Aber auch da muss ich sagen, keine Chance, irgendwas zu ändern. Wir müssen ihn da durchschleppen. Und ja, wir gucken, also wie lange das noch geht. Aber im Moment, ich habe auch da keine Alternative. Ich kann keinen Feldspieler reinstellen. Das ist der einzige, den wir haben. Und dementsprechend müssen wir uns den ab und zu auch schön saufen. Ja, er hat nach dem 4:0 jubelnd das Tor verlassen, sein Tor alleine gelassen. Auch das kann dem Trainer nicht gefallen. Spielt er möglicherweise auch die Mannschaft ein bisschen schon gegen den Trainer? Möglich. Wie gesagt, ich muss mir die Bilder nochmal angucken. Ich kann im Moment nicht mehr zu sagen, aber auch jetzt ehrlich gesagt keine Worte mehr. Also das war natürlich wirklich auch ernüchternd heute. Aber gut. Ja, und dann noch eine kritische Frage vielleicht über Ihre Rolle. Ein verdienter Spieler wie Lothar Sippel, der schon viele wichtige Tore geschossen hat, war heute wieder nicht im Kader. Ist es rein sportlich ja nicht erklärbar? Also zwischenmenschlich? Ja, Lothar und ich, wir kennen uns schon lange. Das heißt, wir haben früher zusammen Hessenauswahl gespielt. Er hat gespielt zusammen mit Dieter Hecking im Sturm und ich saß draußen. Ich wusste immer, wenn ich ihn mal als Spieler im Kader habe, werde ich das zurückzahlen. Das habe ich jetzt, mache ich jetzt im Wochenrhythmus. Okay, schönen Dank, trotz allem gute Rückfahrt. Alles klar, ciao. Noch besser. Komm mal gerade. Oh, leck mich am Arsch. Wirklich ohne Witz, der Bier in den Interview gegeben, weil da habe ich Bock drauf, wie Zahn will. Dass du vor dem Spiel auch so blöd lachst. Musst du hierher oder was? Steht dir echt nicht. Solchen Vogel. Da habe ich schon einmal einen Punkt geholt. Oder irgendwas gemacht, wenn du da warst. Ich habe 50 Leute beim SWR. Und du kommst. Um Spaß zu haben. Und lachst mich vor dem Spiel noch. Tut mir leid, kannst du auch nicht ändern. Ich kann auch nichts dafür. Ja, und deswegen gibt es auch keinen. Ich glaube, die Kollegen von mir haben die Bestmarken und Rekorde der Saison zusammengefasst. Und neben den vielen positiven Zahlen ist da auch eine negative Zahl dabei. Lukas Piszczek hat 115 Mal zum Gegner eingeworfen. Erstens wussten sie das und zweitens kriegt er jetzt vielleicht eine Sonderaufgabe für den Urlaub. Also erstmal positiv, wie so viele Einwürfe hatten wir. Wir hatten nur 120 wahrscheinlich. So, was nicht ganz fair ist bei der Statistik, und das ist in Statistiker nur, haben immer ein paar Probleme, das ist das, wir arbeiten und Lukas vor allem auch mit weiten Einwürfen, er wirft das Ding Richtung 5-Meter-Eck und das können jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen. Im Hinspiel letztes Jahr die Tore gemacht, 4:1 würde jetzt nicht mal reichen, Sie haben gerade schon gesagt, wir treten natürlich an, aber die Sache ist durch, oder Jürgen Klopp? Wie könnte man mir Geld überweisen für meinen Job, wenn ich heute hier stehen würde und sage, es ist durch? Ich wäre genauso doof, wie wenn ich sagen würde, wir hauen die sicher weg. Aber so, also, Entschuldigung, ich möchte nicht hier im ZDF-Studio schon wieder irgendwie mit irgendjemandem aneinander geraten. Lassen Sie sich freien Lauf. Aber glauben Sie nicht, dass ich sagen könnte? Ja, also auf doofe Fragen kann ich schon noch doof antworten. Na ja gut, geben, aber... Wie wir alle wissen. Aber... Herr Klopp, das ist durch. Ja, Entschuldigung, aber wir müssen noch mal ran. Sind wir fertig? Wir sind fertig, Sie dürfen gehen. Vielen okay. Dank. Olli, super heute, wir zwei. Ja? Das ist klar. Wir arbeiten, wir kriegen das auch noch hin, Herr Klopp. Wir arbeiten dran. Frage. Alex Klein, WDR. Herr Klopp, mich würde interessieren, wie die Mannschaft speziell damit umgeht, gerade vor heute Abend. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auf so Floskeln verzichten würden, wie die Jungs sind Profis genug. Also erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich sehe Sie hier zum ersten Mal, aber direkt eine Forderung zu stellen, was ich zu sagen habe. Hut ab. Welches Ressort? Was machen Sie? Tierfilme? Sport? Oh, okay, alles klar.
Herr Klopp, ich frage für die Kollegen von Sky UK, die bitten auch dann auf Englisch zu antworten, wenn das okay wäre. In England wird offenbar die Bedeutung der Europa League nicht ganz so groß gesehen wie anderswo in Europa. War das Thema bei Ihnen, war das Aufgabe für Sie, Ihren Spielern, dem Verein noch zu erklären, wie wichtig die Europa League ist? Und anschließend noch ganz kurz, was Sie von Martip erwarten, hätten die Kollegen gerne gewusst. Einen schönen Gruß an die Kollegen, das können Sie mich selber fragen, wenn ich in England bin. So, jetzt sind wir in Deutschland und ich gebe jetzt hier keine Antworten auf Englisch, relativ einfach. Ich sehe die relativ oft übrigens, also es soll nicht so schwer sein, mich das Freitag zu fragen. Jose Mourinho, when he came to England for the first time, described himself as a special one. How would you describe yourself? I don't want to describe myself. The only thing I can say, maybe I ask, does anybody in this room think that I can do wonder? No, so let me work. I'm a totally normal guy. I came from Black Forest. My mother maybe sit in front of the television and watch this press conference, understand no word until now. So, and but it's very proud. She's very proud. So I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. Du hast das Spiel verstanden, es ist ganz einfach, wir machen alles falsch, ne? Und aber man, wenn ich jetzt diese Frage stelle, bitte falsch beantworten, diese Fragen, aber im Sinne der Frage schon antworten, ne? Also, gib mir Mühe. Gut, die Zeit läuft. Was sprüht man sich gegen Schweiß unter die Achseln? Vanillesoße. Was ist ein Feldstecher? Eine Heugabel. Berühre das Ende deiner Nase. Mhm. Wovor haben Vampire Angst? Vor dir. Vervollständige viele Köche. Verderben den Abend. Den Abend. Verderben den Abend, das waren Sie! Wer hat eine Krawatte an? Warum hast du eine Krawatte an? Danny, du hast eine Krawatte an. Du dürftest die erste Frage stellen, wenn du möchtest. Nein? Irgendjemand wie, ohne Krawatte, der eine stellen möchte? Wie bindet man eine Krawatte? Wäre eine Frage, die du stellen könntest, wenn ich mir deine Krawatte so angucke. Wie viel hängt von einem guten Start ab in diesem Jahr? Alles? Also wenn wir in Augsburg nicht gewinnen, dann packen wir. Gehen wir. Spielen wir nicht weiter mit. Jetzt hat sich der Bundestrainer geäußert und er hat gesagt, er sieht Dortmund und die Bayern nahezu auf Augenhöhe. Ich meine, das ist ja jetzt kein Journalist oder so, der hat ja echt Ahnung vom Fußball. Er hat aber eingeschränkt, was die ersten 12, 13 Positionen im Kader angeht. Okay. Warum stellst du mir eine Frage und gibst du mir nicht alle Informationen, die du hast dazu? Warum muss der Sascha Flicke einspringen? Also, das ist dein Job. Das ist der Job. Ja. Doofe Fragen zu komplettieren. Schön, dass der Bundestrainer das so sieht. Ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert, da hat kein Wort von gesagt, also das ist immer rausgehauen. Und ziemlich routiniert und gut gespielt haben. Ist er jetzt auch vorbei? Es ist so, wie es ist. Jürgen Klopp. Hätte das ja gravierende Unterschied. Bei Ihnen, Sie haken das einfach so ab, das ist das Geile an Ihrem Job. Na klar, Sie glauben doch nicht, dass Sie in fünf Minuten noch irgendwie ein bisschen mitleiden mit uns. Also nur, Moment. Die Stimmung ist so ein bisschen schwierig. Ich meine, die Herausforderung, mit Niederlage umzugehen, ist für mich eine riesige. Ja. Aber Sie könnten auch noch ein bisschen zulernen. Ja. Wenn Sie mit jemandem spielen, der gerade verloren hat, dann, jetzt ist es ja vorbei. Ist ein guter Versuch, aber stimmt. Freitagabend, Flutlichtspiel in der Bundesliga, zwei Traditionsmannschaften gegeneinander, Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Bei mir ist der Trainer der Gäste, Jürgen Klopp. Ja, sicher. Hat jemand eine Dreizimmerwohnung? In Bremen? Ich nicht. Ich weiß. Ja, sonst so? Nö. Ist auch egal jetzt. Jürgen Klopp, Dankeschön. Glücksritter. Wie
Wie sehr kitzelt es denn, dass mit Ausnahme des Rückrundeneröffnungsspiels vor 2 Jahren die letzten Spiele in Hamburg immer sehr turbulent waren und der HSV auf die eine oder andere glückliche Art und Weise auch gegen Borussia Dortmund hat gewinnen können? Weiß ich gar nicht. Ist das so? Ja. Ja. Also die Spiele, die mich erinnern, das Saisoneröffnungsspiel, Rückrundeneröffnungsspiel, das war relativ klar. Ja. Und dann und davor sonst war nur, aber nicht so. Da kann ich mich nur an 1-1 erinnern, wo Kuba einen Ball reinschießt, nach Rovo-Kopfballverlängerung. Da habe ich mich auch eher gefreut, um ehrlich zu sein. Ja. Aber dazwischen lagen Niederlagen gegen Hamburg, oder was? In Hamburg, ja, ganz viele sogar. Oder andersrum, seitdem du Trainer bist, hast du bei keinem anderen Verein so häufig verloren wie in Hamburg. Boris, das ist aber schön, dass du uns daran erinnerst. Ja, ich wollte es ja nicht sagen, aber ich muss ja jetzt, weil ich... Weil du mir deine Scheißfrage erklären willst. Damit kommt dein R. Ich wollte nicht so ins Detail. So Boris, ich habe mich so gut gefühlt. Ist der HSV mein Angstgegner, oder was? Ja. Wenn ich das jetzt alles sagen würde, was ich gerade über dich denke, dann wäre, glaube ich, Bushidos Liedtext ein feuchter Furz dagegen. So. Muss man, natürlich, da muss man nicht unbedingt gelbe Karte geben. Man darf keine geben. Ja. Wo ihr gerade so schön warm gemacht, muss ich zum Schluss natürlich fragen, wie ist das aktuelle Binnenverhältnis zwischen den beiden Herren jetzt, nachdem Olli Kahn ihre Kritik an Matthias Sammer als respektlos bezeichnet hat in seiner Kolumne? Wir hatten noch nie eins. Ein Verhältnis, oder? Nein, also dass wir uns hier halt getroffen haben ab und zu, aber Olli Kahn hat immer in Ligen gespielt, mit denen ich nichts zu tun hatte. Und dementsprechend kann er sagen, was er will und ich glücklicherweise auch. Und deswegen gibt es da nicht viel mehr zu sagen. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Achso, Olli möchte doch. Olli, wie gesagt, wir hängen schon, aber bitte. Ich möchte dich sagen, Gottes Willen, ich glaube, es geht schon darum, dass der ein oder andere auch durchaus mal, wenn man austeilt, muss man eben auch das ein oder andere mal einstecken können und da muss man ja nicht auf alles immer so sensibel reagieren. Ich bin überhaupt nicht sensibel. Er hat mich ja nach dem Verhältnis gefragt. Hatten wir jemals? So. Er hat gesagt, was ich gesagt habe, war respektlos und unverschämt. Das war das, zu dem ich mich geäußert habe übrigens auch. Und wie soll man darauf reagieren? Und das war schon alles. Und dann ja, aber ich finde es, wie gesagt, ich finde es schon wichtig. Ich meine, man kann sich auseinandersetzen im Fußball. Habe ich überhaupt kein Problem auf einer sachlichen Ebene oder auf einer inhaltlichen Ebene. Ich finde es nur immer ein bisschen problematisch, wenn es dann auf die persönliche Ebene geht. Das war überhaupt nicht persönlich. Aber wie gesagt, ich verstehe das auch, wenn man als Trainer in so einer Situation ist, wie sie sich jetzt bei Borussia Dortmund stellt, wo man mit vielen Widrigkeiten einfach auch umgehen muss. Das zehrt auch ein bisschen an den Nerven. Hat damit gar nichts zu tun. Verstehe ich. Was macht Sie stark im Leben? Woher nehmen Sie Ihre Kraft? Ich bin gläubiger Christ und habe eine fantastische Familie. Also ist das die Basis für alles und darüber hinaus, der Rest sind Probleme, die man regeln kann. Sagen wir es mal so, solange man gesund bleibt. Ja, was tun Sie denn dazu, um fit und auch gesund zu bleiben? Sport. Ja, tatsächlich. Früh morgens am besten. Dann hat man es hinter sich. Dankeschön. Die Situation wird für Sie jetzt nicht leichter. Ich habe geschaut, also vor der Saison hatte Ihr Kader ein Durchschnittsalter von 23,16 Jahren. Ich habe mal durchgerechnet, dass dieselben Spieler Anfang nächster Saison ein Durchschnittsalter von 24,16 Jahren haben. Müssen Sie da Ihre Methoden vielleicht mal auch hinterfragen? Nee, aber das ist bei uns echt das Problem. Das meine ich ernst. Es ist so, dass wir jeden Geburtstag eigentlich, kennt es ja selber von sich, wenn man älter wird, dann ignoriert man Geburtstage lieber. Bei uns beginnt es jetzt schon bei 20-Jährigen, also weil es einfach jeder Einzelne, der ein Jahr älter wird, einen Schnitt versaut. Aber wir werden das zur neuen Saison regeln. Alle über 22 werden sie in diesem Trikot nicht mehr sehen. Ich habe jetzt nochmal durchgerechnet, wenn die Spieler, das dauert 5-6 Jahre, dann sind die Spieler alle um die 30. Das können Sie ja nicht so laufen lassen, einfach als Trainer, die Entwicklung. Nee, aber so wie wir Fußball spielen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass die alle 30 werden. Man sagt oder man hört, Patrick Ovomoyela geht zu Real Madrid. Zerfällt die Mannschaft danach oder was können Sie als Trainer dagegen tun? Nichts, mir sind die Hände gebunden. Das ist, wenn die anderen Vereine blöd genug sind, die Jungs zu holen, kann ich ja nicht ändern. Ja, normalerweise trifft man sich in so großen Kreisen auf Beerdigung. Ich bin echt froh, dass wir das in die Tür hingekriegt haben. Aber 20 Jahre ist ein echtes Brett, das muss ich schon sagen. Und es war bei uns beiden keine Liebe auf den ersten Blick, das muss ich auch sagen. Weil, es war ungefähr so, es ist verbirgt, hat man mir gesagt. Es war wirklich so beim FC Homburg, Auswärtsspiel von Mainz 05 in Homburg. Und einem Spieler vom FC Homburg ist der Ball bei der Ballannahme sehr weit weggesprungen. Und Heidel, ich weiß gar nicht in welcher Funktion damals, auf der Tribüne sagt, die haben ja auch einen Klopp. Also, das war... Das war das, was er über mich gedacht hat.
Die bessere Einstiege, mein Ding war, also mit dem ersten Vertrag, als ich den ersten Vertrag mit ihm gemacht habe, der Drecksack, der gibt mir Verträge, mit denen ich mir die Autos, die er verkauft, nicht leisten kann. Das hat lang gedauert. Ich habe auch überlegt, ob wir heute Abend was schenken sollen. Ulla hat die ganze Fahrt her, hat sie gesagt, wir haben kein Geschenk, wir haben kein Geschenk. Da habe ich gesagt, ich habe ja 10 Jahre umsonst gekickt, was soll man denn mal schenken? Dankbarkeit, Demut und so weiter. Inwiefern ist der Glaube so dein Leitfaden für sowas? Das ist meine absolute Grundfeste und meine absolute Stabilisator ist mein Glaube, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das eben kein Zufall war, sondern dass das Ganze ist gewollt. Das ist zu groß und ist eigentlich in vielen Bereichen auch viel zu großartig, dass es aus einer Explosion entstanden sein könnte. Der Glaube führt mich durchs Leben und ist meine absolute, ist meine Reißleine, ist meine Leitlinie, ist für mich einfach unendlich wichtig. Ich lebe es meinem Empfinden nach nicht immer genug, habe aber das Gefühl, dass das verstanden wird. Also der Gott, den ich mittlerweile kennengelernt habe, für mich, der sagt, der ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber also so schlimm ist auch nicht. Also der darf dabei bleiben. So, also das ist einfach, ich habe nicht den Anspruch, ich bin froh, dass er so denkt. Was wäre das mit mir? Absolut. Keine Ahnung, es gibt keine Weltrangliste der Christen und man muss ja nicht auf eins stehen, sondern man darf nicht vergessen. Und es muss einem immer bewusst sein. Und wir sehen ganz, ganz oft im Leben vor Situationen, wo wir, wenn wir diese moralische Leitlinie nicht haben, hilflos sind und dann komplett alleine sind. So I believe in God, number one. I would like people to have a think about Jesus Christ. It's a wonderful guideline for life, because life is a gift.